Hallöchen nochmal, danke. Und als letzten Text lese ich den vor, den viele Menschen hier schon kennen und den vielleicht auch viele Menschen nicht mehr hören können. Aber das ist mein Lieblingstext von mir. Also das ist der Text, den ich als einzigen wirklich gerne vorlese. Also es fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, ihr müsst ihn nicht gut finden, aber... müssen ihn nicht nachschauen. Genau. Ja, er heißt Schubladendenker. Manchmal bewundere ich dich, bin verwundert über dich, wundere mich über deine Worte, über deine Kenntnis, denn du kennst mich. Alles ergibt einen Sinn, alles passt in dein Bild, schwarz-weiß, mehr Farben hast du nicht. Schwarz-weiß, du rückst einfach in das passende Licht für dich, weil das dann so stimmig wird. Ich zähle so Menschen immer zu den Schubladendenkern, zu den Realitätsverrenkern wie so ein Gesprächsverlenker und die Kompassnadel zeigt immer nur auf dich. Egal, was ich sage, egal, was ich tue, alles passt in deine Kiste. Ich merke gerade, hier ist gar nicht so viel Platz drin. Du denkst, du hast einen Monatsvorrat an Menschenkenntnis. Mein Ich liegt wie gestrandet, offenbart vor dir, können unsere Blicke natürlich mehr aussagen über uns als wir. Wie Besonderheiten, Macken und Fehler verschwimmen und so offensichtlich für dich sind, verschwimmt dein Blick, weniger sehen, irgendwie mehr blind. Ich selbst, ich lasse mich nicht gerne konservieren, in eine deiner Kisten einbetonieren und dann am besten noch für immer verschlossen werden. Nein, in meinem Leben ist alles Tagesform. Manchmal absolut regelkonform, sowie manchmal 100 Kilometer abseits der Norm. Manchmal ein bisschen drüber, oben und etwas verschoben und dann auf einmal melancholisch und fast schon weinerlich, immer völlig unerwartet. Heute mal nachdenklich und ein bisschen alternativ. Und morgen vielleicht schon Mainstream. Und das meine ich sicherlich nicht negativ, denn ich selbst sehe halt jeden, so wie er heute ist. Denn in deinem Selbstfindungsschauspiel bin ich doch nur irgendein Statist. Ich habe nicht die Macht zu entscheiden, wer du sein kannst. Denn schiebe ich deine Schublade zu, bin ich der Grund für dein Ich-Selbst-Heute-Tabu. Du hast Gründe, warum du denkst, das schaffst du nicht. Gründe, warum du dich nicht traust, weil es angeblich nicht deinem Charakter entspricht. Völliger Quatsch, finde ich, denn alles, was eben du tust, wird doch von deinem eigenen Ich gelenkt. Wer weiß, wo ich in 5 Jahren stehen will, wer ich in 5 Jahren sein will. Still oder speziell, wild oder gechillt, intellektuell gebildet oder doch nur passiv in meiner Uni gemeldet. Wer weiß und wer sagt, dass ich mich heute schon entscheiden muss. Denn mit deiner winzigen, einengen Schublade ist bei mir noch lange nicht Schluss. Denn mit unserem Eigenschaftenüberschuss lässt es sich doch viel stolz erleben. Kennt ihr das, wenn euch jemand unterstellt, zum Beispiel eifersüchtig zu sein? Und egal, was ihr dem entgegenbringt, es macht es nur viel schlimmer, weil alles, was du in dem Moment dann sagst, angeblich nur nach billigen Ausreden klingt. Ich persönlich, ich habe keine Lust, mich zu wundern, wenn mein Umfeld morgen mal anders ist und dich darauf hinweisen, wenn du gerade nicht deinem eigenen Ich entsprichst. Denn alles, was du tust, gehört doch irgendwie zu deinem Ich. Und wenn du morgen alles über einen Haufen wirfst, dann kümmert mich das nicht. Dumme Erwartungshaltungen und stupides Hindern von Entfaltungen. Selbstfixiertes Denken und bloß auch alle in ihrem Tun und Handeln zu beschränken. Nur um vielleicht nicht feststellen zu müssen, dass du dich zu früh festgelegt hast. Und wer will schon von Schubladen reden, wenn sich außerhalb deiner 4 Wände hunderte von Chancen ergeben? Aber vielleicht bleibt alles so. Und ich selbst habe auch meine Schränke, vielleicht bin ich sogar selbst bei mir irgendwo eingeordnet. Doch vielleicht mag ich einfach nicht, wie schnell Menschen verurteilt werden. Wie Besonderheiten in einem perfekten Standard abgleiten, weil Abweichen ist nicht drin, aber ich frage mich, wo ist der Sinn, wenn wir uns gegenseitig behindern. Denn wenn das Mädchen, das immer lacht, mal 1, 2 schlechte Wochen hat, der Ruhige auf einmal kein Blatt mehr vor den Mund nimmt und der Mitläufer auf einmal gegen den Strom schwimmt, dann ist das der Lauf der Dinge. Und wenn es allein nach mir ginge, könnte das ohne weiteres geschehen. Also lass uns doch einfach den Menschen mehr als nur eine Sekunde sehen und bevor wir uns umdrehen und weitergehen, kein Bild entstehen lassen, was eigentlich nur scheint, in unsere perfekt angeordneten Kisten zu passen. Denn wenn ich irgendwann mal plane, in eine andere Richtung zu gehen, möchte ich nicht sehen, wie sich irgendjemand von euch daran stört.